Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Heute gibt's richtig was auf die 12. In diesem Video stelle ich euch 4 Bücher vor, die in einem Bücherbattle gegeneinander antreten. Das ist das erste Duell, Shugoro Yamamoto, Die Rache. Übersetzt wurde das aus dem Japanischen von Katja Kassing, der Verlegerin des Kass Verlag. Das Ganze ist eine Novelle und es ist das einzige Werk des japanischen Autors, das bisher in die deutsche Sprache übersetzt wurde. Der Kontrahent kommt ebenfalls aus dem Kass Verlag. Und wer diesen Verlag jetzt noch nicht kennt, das ist ein ganz kleiner Verlag, der spezialisiert ist auf japanische Bücher und Literatur aus Korea. Sehr empfehlenswert, tolle Bücher und eine echte Entdeckung. Gut, Buch 2 heißt Kein schönerer Ort. Geschrieben wurde das von Manichi Yoshimura. Dieser Autor wurde bereits mit dem berühmten Akutagawa-Preis ausgezeichnet. Die Rache umfasst mit Nachwort gerade mal 60 Seiten. Das Buch lässt sich also sehr gut in einem Stück lesen. Der Protagonist ist herrlich unsympathisch. Er ist Iwata, ist ein tunisch guten Glücksspieler, Rumtreiber und ein Hurenbock. Eigentlich kommt er aus gutem Haus, aber er ist ein Kleinkrimineller. Sein Vater kommt auf die wirklich selten blöde Idee, den legendären Schwertkämpfer Miyamoto Musashi aufzulauern, und diesen Angriff aus seinem Hinterhalt heraus überlebt er nicht. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber Iwata kommt in die blöde Situation, dass alle jetzt aus seinem Umfeld denken, er möchte seinen Vater rächen. Und alles fiebert diesem Duell mit dem legendären Samurai entgegen. Und diese ganze Novelle wird immer absurder, und als Leser warten wir darauf, dass jetzt irgendwas Krasses passieren wird. Und es kommt auch so. Was genau, verrate ich jetzt aber nicht. Eine ganz ungewöhnliche Perspektive gibt es auch im Roman Kein schönerer Ort. Das Buch erzählt die traurige und lakonische Geschichte einer japanischen Schülerin, die alleine mit ihrer Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Warum es keinen Vater gibt, wo der abgeblieben ist, das erfahren wir nicht, noch nicht. Der Roman hat eine total beklemmende Atmosphäre, die anfangs sehr schwer greifbar ist, und erst nach und nach erschließt sich uns, dass es irgendwie eine Art Katastrophe gegeben haben muss, über die aber nicht gesprochen werden darf. Und dass auch mit der Gesundheit der Bewohner, dass es da nicht zum Besten steht. Handlungsort ist die fiktive Kleinstadt Umizuka, die sich nach und nach in einen immer dystopischeren Ort verwandelt. Erzählt wird die Geschichte übrigens von Kiyoko selbst, und zwar interessanter aus einem Rückblick heraus viele Jahre später. Beide Bücher haben mir wahnsinnig gut gefallen. Sie sind spannend, sie setzen kluge Pointen, bieten interessante psychologische Einblicke in die Figuren. Die Rache ist nicht nur auf den Punkt geschrieben, sondern auch noch toll ausgestattet und auch noch illustriert von Nagai Hideki. Auch das Nachwort ist super informativ, und es ist wirklich ein echter Verdienst des Verlags, diesen Autor vorzustellen. Im Vergleich dazu hat Kein schönerer Ort die eine oder andere Länge. Die Ausstattung als Klappenbroschüre ist jetzt auch nicht unbedingt mein Fall, und es gibt so einen Punkt in dem Buch, an dem ich mich dann plötzlich abgehängt gefühlt habe. Was ist also das stärkere Buch? Ganz klar, Runde 1 geht an Die Rache. Runde 2, Thor Evans Warnes, Ins Westeis. Das Buch ist im Ostburg Verlag erschienen, und ich glaube, es ist das erste Buch, das ich aus diesem Verlag bisher gelesen habe. Der Kontrahent ist diesmal Ian McGuire's Ins Nordwasser. Beide Bücher haben verblüffende Parallelen. Unsere Hauptfigur Ins Nordwasser ist ein Schiffsarzt, der an Bord eines Wal- und Robbenfängers Kurs auf die Arktis nimmt. Im Westeis ist unsere Heldin Tierärztin, die auch an Bord eines Robbenfangschiffs ist und die da die Zustände überprüfen soll. Das sind Kriminalromane, und beides Mal sind gefährliche Psychopathen mit an Bord, und in beiden Fällen entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Schiffsarzt und der Besatzung. Das Ganze ist natürlich ein perfektes Setting für einen Thriller, denn seit Alien wissen wir, an Bord eines Schiffes kannst du nicht einfach abhauen. Gruselig. McGuire hat einen historischen Roman geschrieben, der ganz stark alle Sinne anspricht, der wahnsinnig rau ist, der schnell ist, der gleichzeitig Klischees und Kitsch vermeidet. Er überrascht den Leser immer wieder. Es gibt interessante Ortswechsel und Geschehnisse, die man absolut nicht kommen sieht. Es ist ein hartes Buch, vom Ton noch viel rauer als Morphin von Stepan Twardoch. Aufwendig recherchiert, toll geschrieben. Ich habe die Ausgabe der Büchergilde Gutenberg, die mir fantastisch gefällt. Das ist für mich definitiv eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Im direkten Vergleich fühlt sich dazu ins Westeis an wie so ein Waschlappen von einem Buch.
der autopsychologisiert, es ist vorhersehbar, es ist verkopft und was dieser armen Tierärztin widerfahren wird, wissen wir deshalb schon nach wenigen Seiten. Das ist ein Buch aus der Kategorie, kann man lesen, muss man aber nicht. Es hat mich auch nicht begeistert und ich habe nur weitergelesen, weil ich noch auf einen Twist am Ende gehofft habe, den es dann aber leider nicht mehr gab. Nordwasser versohlt ins Westeis nach Strich und Faden den Allerwertesten. Das war der erste Bücherbattle auf einem Kanal. Wie immer interessiert mich eure Meinung in Form eines Kommentars. Lasst von euch hören, diskutiert hier unter dem Video mit, über die Bücher, über die Autoren. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.